Jetzt auf F, schleichen auf 4, springen auf E, sprinten auf R, Inventar auf Space, da wo springen eigentlich standardmäßig ist. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir spielen heute eine kleine Runde 4x2. Wartet. Wir sind in 8x1, lol. Ich spiele heute eine kleine Runde 8x1 Bad Wars. Auf Review hat sich gerade eine Runde gefühlt und dann dachte ich, stelle ich mal dazu. Ist ja nicht ganz voll geworden. Aber ja, an sich sieht es auch gar nicht schlecht aus. Ich hoffe, wir können hier heute einiges reißen. Erstmal, wie ihr am Titel wahrscheinlich schon gesehen habt, Leute. Ich möchte euch heute meine Steuerung zeigen. Weil, vielleicht werden sich manche auch gar nicht so denken. Ja, ich habe die krüppeligste, Krüppeltastatur, glaube ich. Und ihr könnt es ja selber mal ausprobieren, wenn ihr selber am Zocken seid. Mit der Steuerung, die ich euch gleich zeige. Ich denke mal, das wird ziemlich lustig für euch, weil meine Steuerung ist schon nicht gerade angenehm, so vom Ding her. Oh, und da ist derjenige schon tot. Und ja, da haben wir ihn. Erstmal voll am Bett vorbeigeaimt. Ich bin heute übrigens mit einem Zickzack V7 Edit, glaube ich. Hier, Zickzack V7 Edit. Sieht geil aus, muss ich sagen. Mir gefällt das voll. Ich hoffe, ihr hattet bisher auch alle einen guten Tag. Ich hoffe, euch geht's so an sich auch gut. Ich würde sagen, ich hole noch ein Team und dann will ich euch mal die Steuerung aufrufen. Schwarz ist direkt gegenüber. Glücklicherweise. Lol. Digga! So. Da haben wir den netten Herrn auch schon. GG an dich. Und der nächste kommt auch direkt zu uns. Boah, ich bin gerade richtig bad. Ich bin gerade aus der Schule nach Hause gekommen, Leute. Und direkt am PC, weil ich muss aufnehmen. Und dann ist 8x1 voll geworden. Ich habe mich so übelst gefreut, Alter. Und es bockt sich gerade auch voll, finde ich. So viel mehr als bei 4x2. Ja, Leute, ich kann es euch ja hier mal zeigen. Ja, Maus-Sensibilität auf 54. Rückwärts auf F. Schleichen auf 4. Springen auf E. Sprinten auf R. Inventar auf Space, da wo Springen eigentlich standardmäßig ist, hier die Hotkeys, sind eigentlich hauptsächlich so wie sonst, also so wie normal, außer hier 7, 8, 9 nicht. Ich muss mal gucken, ob der kommt. Okay, wir haben noch kurz Zeit. Sonst hier Befehlszeile öffnen auf Slash, Chat habe ich einfach irgendwo, wo ich nicht raufkomme und Spiele auflisten auf P und F5 ist auf V. Ihr könnt es ja, ihr habt es ja jetzt alle gesehen, wenn nicht, müsst ihr im Video einfach anhalten. Ihr könnt es ja wirklich selber mal versuchen, zu Hause damit zu spielen. Mir wird immer gesagt, jo, das ist, wie kannst du so spielen und deine Hände müssen ja so krüppelig sein und so. Und ich finde das halt so voll normal, wie ich spiele. Weil ich habe halt schon immer so gespielt und werde auch immer so spielen, so. Und Bruder, wo will er denn gerade hin? Und Leute, ich bestelle mir jetzt bald auch ein neues Mauspad, weil, wie ihr wahrscheinlich so seht am Aiming, vor allem jetzt beim Godbridgen oder beim Runstacken, beim Abusen verhemmt meine Maus, weil mein Mauspad an manchen Stellen nicht abgenutzt ist und an manchen übelst abgenutzt. Bedeutet, ich habe im Prinzip sozusagen eine andere Sensibilität an bestimmten Orten meines Mauspads. Und da ist er weg. Ich glaube, wir bekommen ihn jetzt auch direkt. Ja, GG auf jeden Fall an dich. Und ja, Leute, ich würde sagen, ich bin noch eine Runde. Bis gleich. So, Jungs, in der nächsten Runde angekommen. Jetzt wieder eine 8x1-Runde. Ich habe gerade ein bisschen geguckt auf den Lobbys und habe mal ein bisschen geschrieben, ob jemand Bock auf 8x1 hat. Und es haben sich wenigstens 6 Leute gefunden. Aber wie gesagt, mir wird so immer gesagt, so, du spielst übel verkrüppelt. Und meine Mom sagt doch immer, also meine Mom kommt manchmal ins Zimmer und guckt mir beim Tastendrücken zu. Und die sagt immer, dass meine Hände übel verschmerzt und nicht verkrüppelt aussehen, aber sie sehen halt komisch aus, so. So, und ich finde das eigentlich voll normal. Ich habe so die Story mit dem 4-Drücken beim Dingsen hat sogar einen Hintergrund. Und nein, er hat eine Pickaxe. Denn, Leute, es ist so, dass ich früher Sneaken auf der Maus hatte. Ja, ganz kuriose Geschichte. Ich hatte Sneaken früher wirklich auf der Maus. Nein, nein, als ob er mich da noch dann runterbekommen hat, schade. Ihr müsst euch vorstellen, ich hatte früher eine Red 7 und ich habe, wie gesagt, immer auf der Maus gesneakt. Ich hatte diese Maustaste wirklich jeden Tag 24/7 penetriert und gefühlt überlastet. Ja, und irgendwann dachte sie sich dann halt, nö, ich habe keinen Bock mehr auf dich, fick dich. Und dann hieß es, yo,
ich fall einfach so raus, als wo ich gezockt habe. Sie ist einfach rausgefallen. Und mit einfach rausgefallen meine ich wirklich, sie ist einfach ohne Grund rausgefallen. Ich habe die Maus nicht zerhauen oder so, sie ist einfach deppert rausgefallen. Ich hatte keine neue Maus, heißt, yo, ich musste gucken, wo bekomme ich jetzt eine neue Maus her? Beziehungsweise, und da haben wir ihn. Oh, der ist ja gleich vor mir. Scheiße, den habe ich ja gar nicht kommen sehen. Beziehungsweise, wo setze ich im Prinzip meine Tastenbelegung hin, um trotzdem noch ordentlich sneaken zu können? Und da war 4 halt die beste Auswahl. Früher habe ich nicht gehotkeyt. Bedeutet 4 kam ich am easiesten ran. Habe ich mich dann dran gewöhnt. Und ja, ich fastbridge, ich one-stack, ich mache alles mit 4. Im Prinzip, lol, Digga, was war das für ein Hit? Jo, hat er mir auch richtig gegeben. Ich hoffe mal, wir bekommen den. Wenn er schlau ist, macht er einen Block MLG an die Seite von seinem Top. Oh, Bruder. Ich muss halt den Airhit hitten. Was ziemlich unwahrscheinlich ist, wenn ich uneingespielt bin. Nein. Nein. Ich hab doch aber... Och, nein. Ich hab doch den Hit bekommen, oder? Ich hab doch den Hit auf ihn in der Luft bekommen, oder? Ich weiß es gar nicht. Naja, Leute. Trotzdem hoffe ich, euch hat das kleine Video gefallen. Auch trotz dieses Loses, der, glaube ich, richtig dumm war jetzt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schreibt gerne mal eure Steuerungsbelege, die vielleicht ein bisschen komisch sind, in die Kommentare. Und ciao.